Einen wunderschönen Dienstagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter Kaifek zusammen mit der Susan, dem Martin, dem Sören und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallihallo. Zeit. Ich hör so innerlich, höre ich euch schmunzeln, ey. Was für eine Fuck-An-Moderation. Mach mal. Ja. Das kommt noch. Das ist für mich, selbst für mich ist das ungewohnt, ey. Ich bin immer so dabei, sozusagen so. Ah! Und dann. Nein. Warte mal, wir hatten doch den Glas. Das ist der Ladewagen. Wo ist der Anhänger? Wo hast du den hingestellt, Martin? Der steht rechts in der Halle. Wenn du aufs Gelände kommst. In dem Sinne, bei den Silos da. I see this. Yeah, you are the good watcher. Yes, man. Klaas steht aber auch schon hier unten bei mir. I think so. So, das war mal wieder was für die englischen Zuschauer. Hey, yo. A little bit. English for runaways. Richtig. Like Ostfriesen style. Yes, man. So, wo muss ich hindriven? Erzähl mir das. Feld 7. Kommt was von vorne. Was? Kommt was von vorne? Immer schön rechts im Fall, es kommt was von vorne. Aha. A Ghost Driver. A Ghost Driver. Ach ja, jetzt I see the Gruberhof. Das habe ich vergessen. Verdammt. Was denn? Was nur? Na, Name. Gruber. Ist denn dieser Wart da? Und? Ich habe Wasserbehälter gesucht. Ja, dann machen wir das dann. Oh. Holen wir das Waldding da. Und dann können wir uns nämlich auch den BEA hier kaufen. Dann gibt es nochmal mehr Money. Money. Ein Schweinchen. Könnten Schnitzel. Nicht Schnitzel. Ich möchte Schnitzel. Hattest du mir eigentlich das letzte Mal die Frage beantwortet, ob wir hier die ich hätte jetzt fast gesagt, werkseigene BGA oder ob wir unsere BGA hier aufbauen? Ich weiß es gar nicht. Ich nämlich auch nicht. Sören? Es gab keine Antwort. Gab nicht, ne? Nein. Aber nochmal. Rein rechnerisch ist die Frage, aber ganz einfach zu beantworten. Ja, rein theoretisch ist unsere günstiger. Und man kann sie direkt beim Hof entstellen. Du hast die Strecke nicht, die du da alle mal in den Nerv pflasterst. Jo. Und da kannst du auch sogar deine Gülle reinhauen. Jo. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also ich würde mal schätzen, mit Feld und BGA wäre das immer noch günstiger als die BGA, die hier verbaut ist. Außer wenn ich mein Feld kaufen, wir haben da noch Platz auf dem Hof oben beim Silo, müsste die da noch hinpassen. Du meinst, dann ist dann die nächste Frage, links oder rechts, was kommt jetzt wohin? Da wo die Wiese ist. Ja, aber das sagt weil er sagt, er hat links und rechts Platz gelassen für, sag schon, Pellet. Pellethalle. Ja gut, aber da brauchst du ja rein theoretisch nur die eine Halle, oder nicht? Ja. Da brauchen wir ja nicht, müssen wir ja nicht, praktisch müssten wir ja nicht beide haben. Wobei, so, mir ist das A wurscht. Und B sowieso egal, ne? Richtig. Ja, das haben die ja. Klaas, das war dein Trecker, ne? Susan? Mhm. Schön. Ja, dann können wir. Bin ich mal gespannt, wann das losgeht. Wie waren denn die Milchpreise hier auf der Map? Waren die so relativ hoch oder waren die relativ niedrig? Niedrig. Ich bin jetzt bei 1001, also wäre das viel. Das ist ein sehr guter Kurs, ja. Okay. Die letzte Mal, als ich nachgeschaut hatte, war bei 830, also es ist jetzt schon mal 200 Euro mehr als letzte Woche, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch.
Ach, Marc, den Klaas-Anhänger kannst du wieder zurückbringen. Warum? Das geht nicht. Echt nicht? Nein, der nimmt nur Silage, Stroh und Heu. Silage. Silage. Und Mischfutter. Ach so, schade. Glaube ich. Das wollte ich dir mal was Gutes tun, weißt du? Stell dir da mal einen schönen Anhänger hin. Ich hätte mich auch dann gefreut. Dann willst du den nicht, weißt du? Dir kann man es auch nicht recht machen. Wollt schon. Mann. Der Anhänger will nicht. Sören. Mach das, jawohl. Mach das, dass der Anhänger das will. Nö. Das ist ein Ladewagen und kein Anhänger. Das ist ein Anhänger, das ist kein Ladewagen, du will. Dann muss er aber gut auf ihn nehmen, wenn es Anhänger ist. Nein, nimmt er nicht. Der Ladewagen steht in der Halle. Der nimmt Häckselgut, Gras, Stroh, was soll das hier sein? Silage, irgendwelche Bäume. der nimmt keine Kartoffeln mit. Irgendwelche Bäume. Wo bist denn du mit dem Anhänger? Das ist der Häckselanhänger, den er jetzt dahinter hat. Ja, dann mach doch mal das, was du vorige Woche gesagt hast, Mark. Dann nimm diesen Anhänger, begebe dich zum Shop, kaufst du eine IT-Runner und eine Mulde und bist fertig. Jo, oder so, ne? Okay. Du hast ja vorige Woche gesagt, dann nehmen wir halt ein bisschen Kredit auf und dann willst du zwar die Maschinen auslösen, aber dann halt erstmal so. Genau, dann machen wir das so. Kannst du den auch weg? Dann kannst du den wieder verkaufen. Jo, hey, brauchst du nicht so viel Kredit. Dann brauchen wir auch deutlich weniger Anhänger, dann kaufen wir uns nämlich einfach Mulden, die sind um Welten billiger. Jo. Jo. Und wenn es uns dann mal ganz gut geht, dann gibt es eine Zugmaschine. Hä? Und dann haben wir die Möglichkeit, sogar mit zwei Fahrzeugen Container durch die Gegend zu schaufeln. Genau, wenn wir ganz viel Geld haben. Was sagt er? Sache, und wenn wir ganz viel Geld haben. Hör ich da gerade ein kleines Mimimi? Wieso? Nu, bin ich hier falsch? Nee, doch nicht. Hui. Geld kommt. Ja. Oh, guck mal, da war der Sören. Grüezi. Was kostet die BGA eigentlich? 110 waren das, ne? Welche? Unsere. 150. Boah, 9000 Euro für Milch, ey, geil. Boah, der erste fromm, der zweite kommt noch. Okay. Werden den eingestellt? Zaun? Nee, Strommast. Baum? Strommast. Aber weiter. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ich muss bei Impression gucken. Wer war das? Also ich muss ja sagen, ich meine, wir spielen ja jetzt schon, weiß ich nicht, ewig auf der Karte eigentlich, ne? Aber mir macht die irgendwie immer noch Spaß. Ja, mir auch. Seitdem der Agrarbetrieb gewechselt hat, mir auch. Ich hab voll der weiße Schleppen. Susan. I come to you. Wish you had no fear. Dark man is back. Nana is here. Oh wei, when to say goodbye. Warte, das kann ich auch. Time to say goodbye. Warum liegt hier Holz auf dem Feld? Was stimmt hier? I have keine Ahnung. Comes here, I hoe you on the head. You hoe me on the head? I hau you on the Holzkorb. So, hast du mich auf die Halsen auf der Header? Das war aber von die 100, war das war eine Serie. Achso. Okay. So, nun liegt das Stück Holz hier beim Kreuz. Verkaufen. Ja, verkauf's.
Ich habe in Holz keine Aktien. Martin und sein Holz. Ach komm, hör doch auf, so eine Runde der Holz. Vollantwort ist Holz? Doch schon was Feines. Der Holz. Also eine Runde Harvester fahren ist schon was Feines. Viel Spaß. Ja, mit einem schönen Skorpion. Das macht schon Bock. An der Skorpion muss es ja nicht mal sein, aber so der rote, weiß nicht wie der heißt. Ah ne, den finde ich doof. Wenn dann gleich also, richtig. So, wenn wir demnächst den IT-Runner haben, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ich bin nochmal kackfrech. Ja, wie immer, da gibt's ne? Ja auch da gibt es ja auch eine Mulde, ne? Ein Holzcontainer Mulde. So, dann fahr ich auch Holz. Ja, nur wieder, weißt du? Wir haben doch aber schon was Großes für Holz. Ja, das ist ja aber nicht meins. Achso. Das passt ja nicht an IT-Runner dann, ne? Das stimmt. Siehst du? Noch nicht, noch sehe ich nicht mal einen IT-Runner, weil hat sich nichts getut bei Geld. Ne, irgendwie nicht, ne? Aber wenn wir uns den IT-Runner holen, könnten wir uns auch gleich den Mischfutteraufsatz kaufen für die Kühe, oder? Gute Idee. Hauer, hauer, ha. Das wird alle teuer. So, Anhänger. Die hab ja noch viel. Das kriegst du noch nicht. Rein theoretisch kannst du erst noch mal zum Hof fahren, die anderen Anhänger wegholen. Wieso? Was, wieso? Der IT-Runner 58 in die Mulde 10. Du brauchst ja mehr als eine Mulde jetzt sofort. Du jetzt erstmal auf was abfahren bei Zoom, meine ich. Das ist ja aber trotzdem 122.000, das war schon viel. Wieso, der IT-Runner, also nur der Anhänger, kostet nur 56,5. 56,5. Der IT-Runner an sich, ja. Ja. Und die Mulde nochmal 10. Du musst mir jetzt nur gleich sagen, welche Mulde du haben willst. Die für 10.000? Ach, dieser Container, Getreidecontainer. Oder was? Jawohl. 45.000 Liter, jawohl. Alles klar. Seid ihr wieder da? Jo. Wo? Gut gekauft. Juhu! Welche Farbe hat die Mulde? Schwarz. Juhu! Mann von Welt. Die Holle Blau oder sowas hätte ich mir ja auch noch gefallen lassen, aber ich hatte schon die Befürchtung, dass sie pink wird oder so ein Blödsinn. Nö, schönes Schwarz. Jo, das habe ich doch gesagt, schwarz. Oh, sogar der IT-Runner ist schwarz. Nur, ja. Wenn dann richtig. Hat er noch. Jo. Ne? So, jetzt muss ich mal gucken hier. Das habe ich noch nie gemacht, aber das kriege ich schon hin. Ah ja, ankoppeln und wieder Arm hoch. Und ab geht das. So, Susan, willst du das Ding jetzt haben, ja? Ja. Gut, wait, I give you that. Sieht aber nicht schön aus mit dem blauen New Holland, da musst du euren schwarzen Traktor davor hängen. Ja, muss ich mal machen. 10,50 Black Beauty. Er ist ein anderes Schwarz. Dann fallen ja auch zwei Fentes auf. Oh. Nee, das ist aber das andere Schwarz. Das ist nicht so döse, nicht so helle wie von Black Beauty. Das ist ein bisschen dezenter. Oh, so. Cheat. Auswahl verpasst. Warte, ich muss zurück. Zurück. Und jetzt nach links. Lalala. Muss ich die Mulde absetzen, damit Susan laden kann, oder geht das? Nein. Nö. Okay. Geil, wer ist denn? Hatte die. Warte mal. Oh, hier, das ist ein Blinklicht. Ja. Oh, Katze. Geil. Blinky, blinky, blinky. Jubi. Ja, ihr Lieben, dann war's das schon wieder für heute.
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr zur Farbe sagt. Und ja, wir sehen uns und hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao, ciao. Tschö. Ciao, ciao.